was los? Jo, meine Maus! Ey, Blue! Ey, Rogo! Na, Jago! Die sind ja egal. Die können da ja ruhig stehen. Lass die mal da stehen, einfach. Ja, die können da ja rumstehen. Ja. Man muss sich die Zeit einfach nehmen. Es ist natürlich so, dass wir komplett voll sind und dass immer mal irgendwie zack, zack, zack gehen muss. Aber das ist einfach auch super wichtig für die Hunde, dass man sich auch Zeit nimmt mal. Und wenn es nur 5 Minuten sind, mal eben rein, ein bisschen streicheln, mal eben Kontakt aufnehmen. Das muss man schon machen, das ist so. Und wenn es dann nachher eine halbe Stunde länger dauert, dann ist es auch so. Weil ich sag mal so, ich fahre danach nach Hause, habe meinen Feierabend. Die Hunde sind den ganzen Tag hier, 24/7. Und da muss man sich schon ein bisschen kümmern. So. Tierheim Bremen, 7 Uhr morgens. Tierpfleger Jonas Heigl und seine Kolleginnen und Kollegen kümmern sich aktuell um 37 Hunde. Während der Corona-Pandemie haben sich so viele Menschen wie noch nie ein Haustier angeschafft. Nicht wenige dieser Tiere landen jetzt im Tierheim. Das ist wirklich ja, so eine existenzielle Angst auch irgendwo. Ne? Weil tatsächlich ist es so, dass wir jetzt wirklich an unserer Kapazitätsgrenze einfach sind. Wir haben täglich aber mindestens auch immer noch 3 Anfragen, 4 Anfragen für Abgabehunde. Was auch wirklich auf diese Corona-Zeit zurückzuführen ist, wo jetzt die Leute eben, wie gesagt, auch einfach überfordert sind. Und das wird auch noch weitergehen. Jetzt ist ja auch so die Krise, die Leute haben kein Geld mehr. Das wird noch kommen, also da wird die nächste Welle so, die auf uns wartet. Und ja, da überlegt man schon, wie man es dann macht und wie das alles werden soll. Auch finanziell wird es durch gestiegene Energie- und Futterpreise eng. Zwar bekommen sie hier in Bremen viele Futterspenden, einige Tiere brauchen aber auch Spezialfutter oder Medikamente. Allein die Futterkosten lagen 2021 bei über 50.000 Euro. 2022 wird es noch mehr sein. Dieses Ehepaar bringt einen Hund vorbei. Sie haben den jungen Malinois-Rüden gefunden, ohne Besitzer. Tierpfleger Jonas Heigl nimmt die Fundanzeige auf. Der rannte in der Straße hin und her. Bevor der überfahren wird, hat er eben schnell reingenommen. Die Straße sind wir auf und ab gelaufen. Jonas Heigl will als erstes den Mikrochip auslesen. Fast jedem Hund wird inzwischen ein Chip zur Identifikation an der linken Halsseite implantiert. So auch diesem. Anhand dieses Mikrochips kann man dann, wenn die denn registriert sind, das ist ganz wichtig, dass man die nicht nur chippen lässt, sondern man muss sie auch registrieren lassen. Weil wir ganz oft den Fall haben, dass sie gechippt sind, aber eben nicht registriert. Und dann können wir damit gar nichts anfangen. Und wir hoffen jetzt mal, dass der Hund registriert ist. Und dann finden wir quasi raus, wem der gehört. Und dann können wir dem direkt den Besitzer wieder zuführen. Oder die können ihn halt abholen. Okay, dann danke fürs Vorbeibringen und einsammeln. Und ja, schauen wir mal. Tschüss. Der Hund ist in keiner der großen Haustierdatenbanken registriert. Das ist natürlich immer, wenn ein neuer Hund kommt, hier großes Trara, gerade wenn das quasi in der Mittagspause ist. Ja, da sind die anderen dann immer nicht so begeistert von, nee. Ja, schnell! Ja, los, komm! Trau dich schnell! Digga, komm her! Guck mal her! Das ist gruselig hier, ne? Ja. Alles gut. Komm her. Ja, ich pass auf. Warte. Also, das ist oft, wenn die rein. Wenn es reingeht und dann ist es jetzt auch hier gerade Licht aus. Ja, jetzt machen wir quasi so einen Eingangscheck. Was wir halt immer machen bei Fundhunden, die neu reinkommen, dass wir quasi einmal die Zähne angucken. Das würde ich jetzt natürlich bei dem Hund, der nicht so nett wäre, nicht machen, dass ich da einfach so in die Zähne reingucke. Gucken wir einmal die Ohren an. Also der wird auch noch recht jung sein, der hat noch Milchzähne teilweise. Jonas schätzt den belgischen Schäferhund auf 4 bis 6 Monate. Das würden natürlich auch unsere Tierärzte dann nochmal im Nachgang. Wir haben noch 1, 2 Zwinger jetzt in der Quarantäne frei tatsächlich, wobei jetzt natürlich durch ihn auch wieder einer weniger ist. Es kommt so langsam an die
allerletzte Grenze, wo wir wirklich auch irgendwann keine Hunde mehr, gar keine Hunde mehr aufnehmen können. Aber es ist eben so, wir haben einen Vertrag mit der Stadt Bremen, also Fundtiere müssen wir eigentlich immer aufnehmen. Und dann müssen wir halt irgendwie sehen, wie wir es hinkriegen, tatsächlich, ja. Wenn sich der Besitzer oder die Besitzerin nicht bis morgen meldet, wird der Hund medizinisch untersucht, geimpft und kann nach einer Quarantänezeit vermittelt werden. Immer häufiger kommt es vor, dass Tiere einfach ausgesetzt werden. Einen Hund im Tierheim abzugeben, kostet 140 Euro Abgabegebühr. Wir haben das in letzter Zeit öfter gehabt, dass so junge Hunde eben weggelaufen sind. Und dann sind die zwar gechippt, eben nicht registriert. Ja, und dann meldet sich halt keiner und der Hund sitzt dann hier. Seit Monaten hat das Tierheim einen Aufnahmestopp. Tiere von Privatleuten können sie nur noch in Ausnahmefällen aufnehmen. Dazu sind sie auch nicht verpflichtet. Auch andere Tierheime melden sich. Fast überall ist die Situation angespannt. Also wenn die das ist, dann Sina Fehr ist hier die Chefin, leitet das Tierheim seit 1,5 Jahren. Ja, und auch nichts Intensives machen. Tierheim Bremen, Fehr, guten Tag. Also Sie können die Katze heute bis 13 Uhr bringen oder von 15 bis 18. Okay, dann von 15 bis 18. Genau. Bringen Sie bitte auf jeden Fall den Impfausweis auch mit. Alles klar. Danke auch. Ja, tschüss. Das war ein Anruf. Da haben sich Leute eine Katze geholt von eBay Kleinanzeigen. Die ist jetzt 7 Monate alt, also wird ein bisschen größer. Es war ein Geschenk fürs Kind. Und die möchten die Katze jetzt nicht mehr behalten. Der Vater sagt, es ist lästig, das Tier. Und jetzt hat sie gerade gesagt, dass sie es abgeben möchte. Man kauft sich halt schnell ein Tier als Beschäftigung fürs Kind, merkt dann vielleicht, ich könnte mir vorstellen, 7 Monate, dass es so langsam mehr Krallen hat als mit 4 Monaten. Und merkt dann, das Kind hat doch kein Interesse daran und dann wird es abgegeben. Gerade junge Tiere, die auf Kleinanzeigenportalen gekauft werden, stammen oft nicht von seriösen Züchtern, haben öfter gesundheitliche Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten. Auch die Katzengehege sind belegt. Um die 170 Katzen betreuen sie hier im Tierheim zurzeit. In 3 Katzenhäusern, einer Quarantäne und einer Krankenstation. Hallo. Tierpflegerin Annemarie Stieve kümmert sich gerade um 5 Jungkatzen. Auch sie kamen einmal als Fundtiere ins Tierheim und sollen jetzt möglichst schnell vermittelt werden. Also ich fotografiere jetzt oder versuche gute Fotos von den Kleinen hier hinzukriegen, weil das auch ein wichtiger Teil ist, wenn neue Katzen zu uns kommen, quasi aus der Quarantäne in die Vermittlung, dass wir Fotos machen und Texte schreiben und die dementsprechend auch auf die Internetseite stellen, damit die schnellstmöglich entdeckt werden und adoptiert werden können. Viele Katzen, die während des Lockdowns angeschafft wurden, sind es gewöhnt, permanent Kontakt zu Menschen zu haben. Ihnen fällt die Umstellung schwer. Wir nehmen uns so viel Zeit wie möglich natürlich. So wie jetzt zum Beispiel, während man Fotos macht, ist das auch super. Dann kann man nebenbei spielen, kuscheln natürlich. Dann haben wir ja noch unsere ehrenamtlichen Katzenstreichler, die regelmäßig zu uns kommen. Also wir versuchen uns da auf jeden Fall so viel Zeit wie möglich zu nehmen. Genau, es ersetzt natürlich kein Zuhause, das muss man ganz klar sagen. Also egal wie viel Zeit man auch investiert, ist es natürlich noch ein Unterschied, ob eine Katze jetzt ein richtiges Zuhause hat, eine Familie. Da kann man nur versuchen, das Beste draus zu machen. Der nächste Morgen. Der Besitzer des jungen Fundhundes hat sich gemeldet. Doch es gibt Probleme. Der Malinois-Rüde kommt aus Serbien, hat keine gültigen Reisepapiere und keine gültige Tollwutimpfung. Beides braucht man, um mit dem Hund in die EU einzureisen. Außerdem ist unklar, wo der Mann wohnt. Hier nichts drauf. Ich brauche jetzt irgendwas, dass ich dann halt auch weiß, wo ich den Hund finde. Ja, ne? Ja, Kinder spielen mit diesem Hund. Man macht auf diese Tür, Hund weg, das Mittagessen. Ich 10 Minuten später gucken. Und dann alles zu spät. Laut Impfpass hat der Hund zwar eine Tollwutimpfung in Serbien bekommen, allerdings hätte er mindestens 3 Wochen nicht das Land verlassen dürfen. Sind Sie nur zu Besuch hier in Deutschland? Ja, ja. Ich versuche da weiter zu telefonieren. Es dauert noch einen kleinen Moment, ja? Ich muss das eben einmal klären, ja? Der Mann sagt, er sei zu Besuch bei seinem Cousin in Rothenburg-Wümme. Gefunden wurde der Hund in Bremen. Genau, wir haben jetzt das Problem. Dass der Herr mit einem Hund rumreist, wo die Papiere nicht stimmen, wo die Tollwut-Geschichte nicht stimmt. Und das Problem ist, dass es nicht im
Bremer Anliegen ist, sondern das ist Niedersachsen. Das ist jetzt Veterinäramt Rotenburg und die Dame versuche ich, die nochmal zu erreichen, um das zu erklären. Der Fall wird nicht besser. Das Veterinäramt muss entscheiden, ob der Hund vorläufig beschlagnahmt wird. Ich habe nicht mal eine deutsche Adresse großartig, also ich hätte nur von seinem Cousin, wo er dann halt mutmaßlich erstmal wohnen würde. Dann sind sie nicht zuständig. Also der wohnt halt eigentlich, sage ich jetzt mal, in Rotenburg. Was mache ich jetzt mit dem Hund? Aber ich bin doch jetzt beim Veterinäramt Rotenburg, richtig? Und Sie sind nicht dafür zuständig, was mit den Tieren da jetzt passiert. Ja, bis denn. Tschüss. Ne, Telefonnummer haben Sie, ne? Ja, hat sie. Okay. Gut. Ich habe keine Behörde, die dafür zuständig ist. Ich habe einen Hund mit den Papieren, die nicht stimmen. Ein Herr, der keine deutsche Adresse hat. Das ist mir tatsächlich auch noch nicht passiert. Da der Mann nicht in Rotenburg lebt, ist das Veterinäramt dort nicht zuständig. Ich rede mit meinem Tierarzt. Ja. Ich habe gesagt, mach genau. Alles. Genau. Ich liebe zu mitnehmen meine genau. Kinder mit mir ja. In Deutschland, in Niederland. Ja. Und dann hat er aber leider nicht ausreichend das gemacht. Serbien ist kein EU-Mitglied. Um mit einem Haustier einzureisen, bräuchte der Mann laut Zollbestimmungen außer der Impfung auch fälschungssichere Papiere des Hundes. Das Veterinäramt Bremen meldet sich. Da der Hund hier gefunden wurde, sind sie zuständig. Wie soll ich verfahren? Ich habe keine Meldeadresse, ich habe keinen EU-Heimtierausweis, er ist zu früh reingekommen. Was wollen wir machen? Gut, und dann sollen wir einen Tollwut-Titer machen. Okay, alles klar. Ich danke dir. Okay, bis dann. Tschüss. So. Der Hund bleibt erstmal hier, wie ich es eben schon gesagt habe. Wir machen einen Tollwut-Titer, das heißt, wir gucken erstmal ganz in Ruhe alles an. Ich brauche jetzt sämtliche Daten. Ich gebe Ihnen einmal die Daten von unserem Veterinäramt hier in Bremen, damit Sie einen Ansprechpartner haben. Per Blutprobe wollen Sie bestimmen, ob die angegebene Tollwutimpfung wirkt und der Hund Tollwut-Antikörper hat. Okay, danke auch. Ja. Tschüss. Erst im letzten Jahr gab es in Bremen einen Tollwutfall durch einen illegal eingeführten Hundewelpen. Also mir tut schon leid, ne? Also es ist ja, man hat ja gesehen, er hängt an seinem Hund und er hat ja alles rechtens gemacht, aber es ist halt, Gesetz ist Gesetz einfach. Und ich muss mich halt informieren, wenn ich mit einem Lebewesen fahre, welche Gefahren, wie sieht das aus mit dem Zoll, das ist, da muss man sich halt mit auseinandersetzen. Und ich finde es halt alles ein bisschen fraglich, dass es wirklich nur so zu Besuch ist und keine Anschrift. Also das ist halt, da hat jetzt ja alles nicht gestimmt. Da hat ja von der Impfung Papiere nicht gestimmt, seine Papiere nicht gestimmt. Da selbst die Veterinäramte hat man ja gekriegt. Die haben jetzt auch gesagt, wir wissen gar nicht, was wir eigentlich machen sollen. Für American Staffordshire-Hündin Shiva ist heute ein großer Tag. Dann einmal die kleine Shiva. Hast du? Ja. Sie hat eine Interessentin. Lina ist das zweite Mal hier und will mit Shiva spazieren gehen, um sie näher kennenzulernen. Shiva, komm! Sie ist auf dem Hof, da kennt sie alles, das ist alles sicher für sie, das ist alles in Ordnung. Spazieren gehen findet sie richtig scheiße gerade. Und die ist halt auch so, dass selbst wenn ich jetzt so nur will, dass sie ihren Kopf eindrehen sollte. Ja, oh, was ist da los? Man sieht, sie bleibt steif stehen. Shiva wurde beschlagnahmt. So kam sie ins Tierheim. Ihr vorheriger Besitzer hat sich nicht um sie gekümmert. Also das Nächste, was nur noch helfen könnte, wäre ziehen, aber das ist halt auch immer sehr unschön, wenn man den Hund dann tatsächlich einfach mal nimmt, in diese Richtung geht. Shiva, komm! Komm mit! Super! Ja, die bleibt eh gleich wieder stehen wahrscheinlich. Ich bin so durch Zufall beim Tierheim durch die Anzeigen da, sag ich mal, gescrollt. Ja, bin bei Shiva stehen geblieben und war eigentlich schon verliebt. Ich freue mich sehr. Oh Gott. Oh nein. Voll schlimm. Nein, ich freue mich halt einfach, weil diese Rasse immer so verschrien ist noch immer. Und ganz oft halt auch bei falschen Leuten einfach ist. Und sie ist ein tolles Mädel und das passt einfach. Gott.
Also, ja, also so ist es halt bei mir manchmal. Deswegen versuche ich eigentlich gar nicht so viel mit den Hunden immer zu machen, weil mein Herz halt immer da dran hängt. Na komm. American Staffordshire gehören zu den sogenannten Listenhunden, deren Haltung mit hohen Auflagen verbunden ist, da sie als gefährlich gelten. Dazu kommt, dass Shiva auch vom Ordnungsamt als gefährlich eingestuft wurde. Einen Wesenstest hat sie schon bestanden. Trotzdem, Lina muss beantragen, den Hund halten zu dürfen. Shiva wird in der Öffentlichkeit immer einen Maulkorb tragen müssen. In vielen Gemeinden gilt zudem eine höhere Hundesteuer. Sie wird mit Sicherheit öfter angesprochen werden, was holst du dir so einen Hund? Na, also die Fragen sind so typisch, warum muss sie Maulkorb tragen? Ist sie gefährlich? Man wird es merken, wenn man in der Innenstadt mal unterwegs ist oder so, dass die Leute die Straße wechseln, dass sie vielleicht einen dummen Kommentar lassen. Also es ist ja nicht untypisch. Ne? Also da ist noch einiges zu machen in der Gesellschaft. Lina muss noch eine Sachkundeprüfung ablegen. Erst danach kann sie Shiva mit nach Hause nehmen. Angelika Henkel ist im Auftrag des Tierheims unterwegs. Sie rettet ausgesetzte Tiere. Da wurden vor, ich vermute mal, einer guten Stunde von einer Dame mit Kleinkind zwei Kaninchen ausgesetzt. Zwei Hauskaninchen. Und ich habe den Auftrag eben gekriegt, hinzufahren und die Kaninchen einzusammeln bzw. einzufangen. Aber manchmal könnte ich diese Leute nehmen und an den Füßen aufhängen. Und dann links und rechts welche um die Ohren hauen, gerade dieses Aussetzen. Wenn man aus welchen Gründen auch immer die Tiere nicht mehr halten kann. Es gibt immer Möglichkeiten. Und im Tierheim hat man immer die Möglichkeit anzurufen und zu fragen, ich habe das und das Problem. Könnt ihr mir helfen? Habt ihr da einen Vorschlag? Was kann ich machen? Zum Beispiel stellen die Tierschützer und Tierschützerinnen Kontakt zu Trainern her oder helfen, ein Tier privat weiterzuvermitteln. Sind die Kaninchen da vorne? Moin, eins haben Sie schon? Die bitte, eins habe ich schon geholt. Super! Ich hab's Stupsi getauft. Herrlich! Ja. Super. Das ist echt furchtbar, finde ich, dass man jetzt hier noch Tiere aussetzt, kurz vor Weihnachten. Ja. Die junge Frau hat beobachtet, wie die Kaninchen ausgesetzt wurden. Ich habe es gerade gesehen, ja, die waren mit dem Fahrradanhänger und da habe ich das gesehen. Dann habe ich mich noch gewundert, warum die mit Futter und so gewackelt haben. Ja. Und dann, als ich mit dem Hund zurückkam, habe ich halt gesehen, dass die beiden Hasen alleine waren. Genau, ich habe sie auch ans Genick genommen und... Oh Gott. Ja. Ja, ist gut. Ich kann sonst mit Schal, wenn sonst so, ja, alles gut. Genau. Alles gut. So. Angelika Henkel kümmert sich seit über 15 Jahren um Tiere in Not. Sie weiß, Hauskaninchen würden im Winter ohne Futter nicht lange alleine draußen überleben. Scheiße. Nee, das Dusselige sind die Zweige hier, ne? Du kommst mit dem Kescher schlecht zwischen die Zweige. Ich glaube, das reicht eigentlich schon. Aber wenn Sie noch mal mit Ihrem Schal kommen von der anderen Seite, sage ich mal. Jetzt kommt er hoch. Ja. Da vorne. Er sitzt auch genau zwischen den Himbeeren. Das ist das Blöde und da bleibe ich natürlich mit meinem Kescher hängen, ne? Mauselein, ich weiß. Ich weiß. Pass auf. Der kommt. Ah, Scheiße. Das kann ich überleben. Vielleicht müssen wir jetzt wirklich mal hinterher, sonst. Alles gut. Alles gut. Busche, alles gut. Busche. Ich sag ja, ich krieg sie alle. So ein Wahlspruch. Sag mal, ich muss erst mal eben durchhalten. Das Aussetzen von Tieren ist verboten und ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Ja. Stirbt das Tier oder leidet große Qualen durch das Aussetzen, ist das eine Straftat und kann im Extremfall sogar mit Gefängnis bestraft werden. So, mein Lieber, schau, jetzt seid ihr beiden zusammen. Spitze! Super.
Viel Erfolg noch und ich rufe dann morgen mal durch. Alles klar. Super, tschüss. Super, danke Ihnen. Gerne, tschüss. Ciao. Trotzdem gibt es selten Strafen. Denn meistens sind die Leute über alle Berge, wenn die Tiere entdeckt werden. Die Tierschutzorganisation PETA schätzt, dass jährlich bis zu 80.000 Tiere in Deutschland ausgesetzt werden. Tendenz steigend. Die sie fangen können. Ja. Oha, das sind aber große. Ja, ja, das sind große. Ja. Das ist in diesem Jahr wirklich häufiger vorgekommen. Im Bürgerpark, am Unisee, an Bushaltestellen werden die in Transportkisten zurückgelassen. Oder die Menschen haben gar keine Skrupel und man wird wirklich Zeuge, dass die vor aller Leute Augen die Transportkörbe aufmachen und die rauslassen. Der junge Malinois aus Serbien bekommt nun Blut abgenommen. Im Tierheim gibt es eine eigene Tierarztpraxis. Gerade getroffen. Da haben wir ihn, den Kleinen. Argus heißt er. Argus? Oh, was ist mein Name? Wir wollen ja jetzt einmal Blut abnehmen, um zu gucken, wie hoch der Tollwut-Antikörper-Titer bei ihm im Blut ist. Um zu schauen, ob die Impfung stattgefunden hat, ob die angeschlagen hat. Und ich darf dich ein bisschen doller kraulen, damit du nicht so doll schreist gleich beim Pieks. Na, ja, Schnubi, machst du gut. Machst du gut? Ja, machst du gut. Das Pieks gerade? Alles gut. Das Blut wird in einem Labor untersucht. In einigen Tagen werden sie die Antwort haben. Das war's? Oh, kriegst einen coolen Verband drauf? Eine Woche später. Der nächste wichtige Moment für American Staffordshire Shiba. Ihre Interessentin Lina will die Hündin gerne übernehmen. Doch dafür braucht sie einen Sachkundenachweis. Umgangssprachlich Hundeführerschein. Heute steht die Prüfung an. Komm her. Also wir haben das Vertrauen halt schon besser aufgebaut, Shiba und ich. Aber trotzdem ist es noch, ja, auf jeden Fall aufgeregt, wie vor einer normalen Prüfung. Tierheimleiterin Sina Fehr ist ausgebildete Hundetrainerin und darf die Prüfung deshalb durchführen. Die Sachkundeprüfung ist eine der Auflagen, die Lina erfüllen muss, um Shiva aufnehmen zu können. Klasse! Linas Mutter ist mit Pflegehund Luke zur moralischen Unterstützung dabei. Shivas altes Problem besteht immer noch. Shiva, komm, komm her! Außerhalb des Tierheims ist sie extrem unsicher. Früher wurde nie mit ihr spazieren gegangen. Sie kannte keine Leine und kein Geschirr. Komm hier, komm hier, komm hier. Shiva. Wir haben halt alles abgecheckt, Schmerzmittel und sonstiges. Also es ist wirklich so, sie hat keine körperlichen Geschichten. Es ist wirklich bei ihr der Kopf, der einfach sagt, nein, ich möchte nicht. Ich möchte jetzt hier zum Tierheim zurück. Ich will meine Ruhe haben. Ich habe jetzt gepinkelt. Ich habe jetzt mich gelöst. Und will einfach nichts mehr damit zu tun haben. Und das ist halt auch immer, bei ihr ist es halt auch ganz viel Vertrauenssache. Und deswegen haben wir den Luke ja auch schon dabei. Der ist ja auch ihr Kumpel zu Hause dann. Shiva hat halt, wie gesagt, mit Menschen nicht so viel Gutes erlebt. Es ist traurig, aber man kann es verstehen mit dem Hintergrund, den sie hat. Aber das bauen wir auf, dass das besser läuft. Und ich denke mal, auch wenn sie sich mehr und mehr an mich gewöhnt, dass sie Vertrauen zu mir aufbaut und dann läuft das. Super! Super, klasse. Fein! Toll! Super! Gut! In der Prüfung werden verschiedene Alltagssituationen herbeigeführt und Grundkommandos abgefragt. Prüferin Sina Fehr achtet darauf, wie Hund und Halterin sich in Begegnungen mit anderen Menschen und Hunden verhalten. Ja, wir gucken mal, was der Hund hier macht. Und er macht nichts, sehr gut. Hallo. Komm hier, weiter. Super. Genau, ich habe jetzt gerade geguckt, wie geht sie in diese Hundebegegnung rein. Und sie hat das sehr schön gelöst. Sie hat den Hund auf die abgewandte Seite genommen, sodass sie halt quasi als Hindernis so ein bisschen dazwischen ist. So wollen wir es eigentlich auch sehen tatsächlich. Und Shiva hat das auch ganz gut gemacht. Sie hat sich so ein bisschen aufgestellt, war so ein bisschen neugierig. Und sie ist dann noch mal ein bisschen enger rangegangen an Shiva, sodass sie dann jederzeit hätte eingreifen können. Hätte Shiva was gemacht, hat sie aber nicht. Also von daher. Ist gut. Und weiter. Hat sie auch wieder gut gelöst, ne? Hat sie sich dazwischen gestellt. Bei Shiva ist ja, dass sie halt definitiv nichts kennengelernt hat. Sie lief immer nur frei. Sina Fehr ist wichtig, dass gerade die Tierheimhunde mit schwieriger Vergangenheit sich sicher im Alltag bewegen können. Deshalb beobachtet sie genau, ob Lina die Hündin in jeder Situation sicher führen kann. Gut. Im Normalfall filme ich die Szene und habe die dann halt dementsprechend auch auf meinem Rechner liegen, sodass mir nicht irgendeiner unterstellen kann, dass ich die jetzt dementsprechend irgendwie durchmogeln würde oder so.
Shiva, komm. Lina hat schon eine theoretische Prüfung mit Fragen rund um Haltung, Ernährung und Sozialverhalten von Hunden bestanden. So, kommen wir zu dem Endergebnis. Du hast dich sehr fair ihr gegenüber verhalten. Hast dir da auch, wenn jetzt Fahrradfahrer oder so, auch eben einmal Zeit genommen, immer zu achten, wo sind die Fahrradfahrer, wo ist der Hund? Und von daher hast du für mich die praktische Prüfung mit Bravour bestanden. Wenn alle erforderlichen Papiere da sind, darf Shiva in ein paar Wochen bei Lina einziehen. Zurück zu Hund Argos aus Serbien. Seit 2 Wochen ist er inzwischen im Tierheim. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung sind jetzt auch da. Er hat keine Antikörper gegen Tollwut. Also der wird jetzt erstmal durchgeimpft. Die Titer haben nicht ausgereicht, um den Hund jetzt rauszugeben. Ist halt immer ein bisschen doof, gerade für so einen jungen Hund, wie man sieht. Der ist total hibbelig. Argos bekommt jetzt die Impfung und die richtigen Papiere. Danach darf sein Besitzer ihn wieder abholen. Und das ist halt einfach schade, ne? Für den Besitzer tut es mir halt wirklich, wirklich leid. Er hat sich darauf verlassen, er ist zu seinem Arzt gegangen, hat gesagt, er fährt damit nach Deutschland. Und der Tierarzt da hat es halt einfach nicht gemacht. Und man sieht ja, der Hund ist sonst super. Ist ein typischer Junghund. Hinzu kommt, Argos sitzt in einem Zwinger, den sie eigentlich dringend für andere Hunde bräuchten. Rotze, frech bist du. Ausgetrickst. Gestern wurde noch ein Hund abgegeben. Hi Sarah! Oh, du bist so ängstlich! Oh Mäuschen! Mischlingshündin Sarah wurde von einer Familie vorbeigebracht, die den Hund nach eigenen Angaben auch nur von einer anderen Person übernommen hat. Aus angeblich gesundheitlichen Problemen in der Familie mussten sie den Hund nun abgeben. Mir alles gut. Brauchst nicht schon wieder Angst zu haben. Es ist so, dass sie jetzt hier gerade den letzten Zwinger besetzt. Und wenn jetzt nochmal welche kommen, sitzen die in der Notaufnahme. Und die Notaufnahme ist die Hälfte des Raumes hier nur noch. Sarah ist erst circa 7 Monate alt und extrem verängstigt und misstrauisch gegenüber Menschen. Untypisch für einen Junghund. Ich nehme das meistens nur noch so hin. Ich glaube, es gibt noch nichts, also ich will nicht sagen, dass es nichts gibt, was ich noch nicht gehört habe. Es gibt immer noch irgendeiner steht noch auf der Welt und erzählt mir noch eine Story, wo ich da sitze und denke, das gibt's doch gar nicht. So. Aber ich, also man wird schon misstrauisch natürlich. Ne? Man sieht einfach nur den Hund, sieht die Situation, denkt sich sein Teil, nimmt den Hund in Empfang und fertig aus. So. Anders kann man da gar nicht mehr mit umgehen. Wenn ich da noch mit den Leuten rumdiskutieren müsste, ich habe halt gefragt, weil die Krallen viel zu lang sind, ob der Hund jemals in seinem Leben irgendwie schon gelaufen ist. Weil der halt auch nur auf dem Arm wollte. Der wollte auch da nur auf den Arm von der Frau. Also es war eine ganz bizarre Geschichte einfach. Willst du gehören? Ach ja, super, klasse, super Maus. Ja, oh mein Gott. Und gestern hat sie mir noch in die Hand gebissen, ne? Also von daher, und das ist halt immer der Moment, für diesen Moment leben wir halt einfach, ne? Mädchen. An die 400 Tiere sind zurzeit hier. Wenn Tiere in großer Not sind, dann finden sie hier trotzdem einen Platz. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. Kommst du zum Menschen, so soll es sein. Super. Klasse. Mich beschützen brauchst du jetzt nicht.